So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Schweißfreunde. Wir sind heute mal wieder beim HDB Schweißshop. Ihr erinnert euch, letztes Mal, als ich hier war, haben wir dieses Schweißgerät abgeholt. Nun wollen Marius und ich diesen Tank bauen. Aber ehrlich gesagt, muss uns erstmal der Profi selber beibringen, was wir überhaupt zum Alu-Schweißen alles brauchen, wie es eingestellt werden muss, was wir falsch machen können, wo wir darauf achten müssen. Und mit ganz viel Glück können wir am Ende des Videos ein paar Alunähte hier drauflegen. Ne? Hast du schon mal Alu geschweißt? Berührungspunkte gehabt, ja, aber mit voreingestelltem Gerät. Also jetzt okay. Nicht irgendwie so von null angefangen, noch nicht. Im Alu-Bereich zumindest nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken mal, ob der Igor überhaupt schon wach ist, weil es ist mal wieder ganz früh am Morgen heute. Morgen. Ja, bist du wieder da. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Zuletzt noch Hannover jetzt hier. Genau, Hannover soweit überstanden, verdaut. Mhm. Ja, war schon heftig. Mhm. Also für mich war das heftig. Ich habe mit gar nichts gerechnet und dann so ein Auflauf. War schon viel los, ne? Ja, war schon krass los. Also du hast wirklich wie auf einem, wie sagt man, Konzert oder du hast geschaut. Festival. Ja, alles Menschen ohne Ende. Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir wollen für Marius Wolf diesen wunderschönen Tank bauen. Für Marius. Den sage ich schon. Ich wollte nicht unterbrechen. Diesen wunderschönen Tank bauen. Problem ist, wir haben absolut keine Ahnung von dem Gerät, den Materialien und so weiter. Und du musst uns und euch einfach mal so einen Crashkurs im Alu-Schweißen geben. Das mache ich doch sehr gerne. Also so richtig von null an. Ja. Was brauchen wir? Was machen wir? Was können wir falsch machen? Ja, wir machen es einfach. Wie kriegen wir das Ding dicht ohne Löcher? Ja, ja. Ich sehe schon, es ist jetzt keine einfache Aufgabe. Ja? Ja, einfach gibt es bei uns nicht. Genau. Man muss auch dazu sagen, das hat Marius vorgearbeitet. Sehr gut vorbereitet. Also wenn ich sowas vorbereite, sieht das meistens immer noch ein bisschen schlechter aus. Also hier, das hat jemand vom Fach, man sieht, das hat er ordentlich gemacht. Ich würde natürlich versuchen. Vor allem, guck mal, so richtig mit Runden. Ja, es ist Wahnsinn. Also so sauber, das ist schon zum Schweißen umso einfacher später. Mhm. Ne? Ich würde nachher versuchen, natürlich die Außenecken so aufzubauen, dass wir da schön reinkommen. Ne? Das ja, es kann sein, dass wir hier und da noch ein bisschen kürzen müssen. Genau. Das, ja, vorheften, ist dann jetzt geht's so vom Blatt Papier entstanden. Das war jetzt noch nicht groß irgendwie zusammen. Nee, aber super Arbeit. Ich würde sagen, wir nehmen das Ganze mit in die Werkstatt und los geht's. Und Attacke. Ne? Alles klar. Attacke. So, Gerät habe ich wieder mitgebracht. Jetzt können wir es endlich mal benutzen. Gibt es irgendwas an der Hardware, die wir benötigen, die speziell jetzt erstmal für Alu relevant ist? Die wir unbedingt haben müssen, sonst könnten wir auch kein Alu schweißen. Ja, wir haben ja die Hardware, also wir haben einen Inverter, der DC und AC liefert. Dann brauchen wir natürlich einen Brenner. Das hatten wir beim letzten Mal schon kurz angerissen. Das heißt, DC und AC heißt DC für ganz normale Stähle und AC für Aluminium. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, weil normal schweißt du nur im DC. Ne? Du schweißt immer im Gleichstrom, auch Alu schweißt du im Gleichstrom. AC brauchst du, um die Oxidschicht aufzureißen, denn Aluminium an sich hat ja eine Temperatur, Schmelzpunkt irgendwas über 600 Grad, nicht so viel, aber die Oxidschicht, teilweise ist die mal dicker, mal dünner, die ist das Problem, die braucht nämlich bis über 2000 Grad, bis man die aufreißt. Das heißt, das einzige Problem ist halt, man muss die Oxidschicht aufreißen und der AC-Modus, diese Polung, dieser Wechsel mit einer Frequenz, der macht das dann möglich. Das heißt, während des Schweißens ist aber diese Verpolung noch die ganze Zeit da? Genau, da ist eine Frequenz. Ganz Zeit immer. Das ist halt das, was diese AC-DC, die auch sehr begehrt sind, diese Inverter ausmacht. Weil du musst dir so vorstellen, sagen wir mal, das ist jetzt unser Kern, das ist Aluminium, meine Hand ist die Oxidschicht. Ja? So, jetzt versuchst du nur mit DC zu schweißen. Gibt es auch Möglichkeiten, kann man auch, jetzt versuchst du immer, die Elektroden fließen ins Material und versuchen da reinzukommen. Mhm. Ja? Schaffen es nicht. Mhm. Und AC macht nichts anderes, polt um, das heißt, die gehen in die andere Richtung und das heißt, du drückst nicht nur rein, du ziehst auch wieder raus. Mhm. Gehst rein, brichst auf, schmilzt das Ganze auf. Okay, das ist also Punkt Nummer 1. Das wirst du uns wahrscheinlich gleich eher am Gerät nochmal zeigen, weil das wird ja wahrscheinlich eine Einstellungssache in dem Fall sein. Ja. Schlauchpaket, Brenner, Gas. Gas hatten wir ja letztes Mal. Oder ist es anderes als Titan oder ist es gleich? Also es ist ein etwas, ich sag mal nicht schlechteres, sondern das ist das Argon 4.6, 99,999, schlag mich tot. Und das ist zum Dickschweißen das gängigste Gas überhaupt. Was wir beim Titanschweißen hatten, wir hatten Reinheitsgas, also das war noch besser. Noch reiner, Brenner? Ja, wir brauchen einen typischen Wickbrenner. Hier in diesem Brenner ist ja nichts anderes wie unsere Leitung. Dann haben wir hier die Steuerleitung, um das überhaupt zu starten, den Prozess zu starten, die Bedienung. Und natürlich unsere Gasleitung, ja? Schutzgas, welches da drin fließt. Und wir haben hier nicht
eine Wolfram-Elektrode, die nicht abschmilzt, die bleibt immer da. Wolfram, sehr harter Wirkstoff. Wick, Wolfram Inertgas schweißen, nicht aktives Gas. Und die liefert quasi den Lichtbogen. Das heißt, die ist immer aus Wolfram, egal bei welchem Material? Ja, es gibt unterschiedliche Wolfram-Elektroden. Es gibt unterschiedliche Kombinationen. Aber wenn du mich jetzt ins Detail ausfragst, dann Nein, haben wir verloren. Gar keinen Fall. Nein, Quatsch. Schau mal, ich habe hier ein paar vorbereitet. Es gibt goldene, meine Lieblinge eigentlich. Ja. Mhm. Mit den goldenen schweiße ich alles, Stahl, Edelstahl, Aluminium. Es gibt blaue. Es gibt pink-graue zum Edelstahlschweißen, wunderbar. Es gibt widerstandsfähige lilane, das ist die Alternative zu den roten. Und wo ist jetzt der genaue Unterschied bei denen? Die sind weicher und härter. Weicher und härter, okay. So. Ich würde jetzt zum Beispiel zum Aluminium schweißen die grüne nehmen, weil es ist einfach so, die grünen sind ideal zum Alu schweißen, weil beim Aluminium schweißen passiert noch Folgendes. Du hast jetzt hier eine angespitzte Wolfram-Elektrode. Wenn wir jetzt Alu schweißen, bildet sich da eine Kugel, eine Kalotte. Ja? Die Maschine kann das auch automatisch machen, der Prozess macht das automatisch, das ist physikalisch so. Da wird automatisch eine Kugel entstehen und deswegen hat man meistens Elektroden zum Alu-Schweißen, man hat Elektroden zum Nickel-Stahl- und Stahlschweißen. Ich habe auch gesehen, die gibt es auch mit verschiedenen Durchmessern? Genau, 2,4, 1,6, 1,0, 0,8 habe ich schon mal gesehen, 3,2 und höher. Ja. Wofür sind die da? Also es kommt immer davon, mit wie viel Leistung du arbeitest. Wenn wir jetzt hier in dem Bereich, keine Ahnung, jetzt habe ich, sehe ich hier gerade 60 Ampere eingestellt, also ich arbeite meistens mit einer 2,4er, die meisten Wick-Schweißer, die arbeiten auch mit einer 2,4er Elektrode, ja, aber da geht es halt darum, du gehst in höhere Ströme, ja, es wird auch mal mit 300 Ampere geschweißt, da brauchst du natürlich eine dickere Wolfram-Elektrode, die das aushält, ja, und wenn du dann wirklich dünne Sachen machen willst, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, 1 mm Titan, und du willst eigentlich, dass die Schweißnaht nicht allzu breit wird, dann gehst du schon mal auf einen 1,6er. Wo wir gerade bei der Dicke sind, was würdest du sagen, ist Minimum Blechstärke beim Aluminium, dass man das vernünftig schweißen kann? Also, dass es wirklich eine Funktion danach hat und nicht einfach nur aneinander geheftet ist? Also, ich sag mal, ein erfahrener Schweißer, der kriegt auch Aluminiumfolie vernünftig zusammengeschweißt. Mhm. Der weiß, wie er sich zu helfen hat. Aber ich denke, angenehm sind schon 0 mm, ja, die kannst du noch schön schweißen. Also deswegen, ich denke, das ist auch 2,0, was ihr mitgebracht habt. 2,5 noch besser. Aber also 1,5er oder so ist schon Kampf. Für einen guten Schweißer nicht. Mhm. Na, die kriegen das schon hin. Es ist wichtig, welche Parameter du verwendest. Grob kann man ja sagen, beim Aluminium braucht man ein bisschen mehr, das heißt pro Millimeter 40 Ampere. Ja, braucht ein bisschen mehr. Mehr Strom. Genau, und dann lässt sich das eigentlich schon gut handeln. Vor allen Dingen Aluminium schweißen. Wenn du hier auch mal ein Loch reinmachst, keine Panik, du kriegst das gut zugestopft. Ne? Es ist zwar nicht einfach, werden wir vielleicht gleich sehen, aber es ist schon kontrollierbar. Ja? Okay, das heißt, die Elektrode haben wir, Brenner haben wir, Gasdüse? Gasdüse, da gibt es, oh, besonders bei uns, da kann ich dich totschmeißen mit Gasdüsen. Es gibt so viele Gasdüsen. Ja, also wir machen heute erstmal wirklich nur einfach. Jetzt auch nicht irgendwie verwickelt um Ecken und so weiter, sondern womit der Normalo, der erstmal nur alumäßig zwei Rohre aneinander schweißen will. Du bist ja auch aus der Schweißtechnik, ne? Ich kaufe sie überhaupt, habe ich gelernt. Ja, also Mack auch so ein Thema, genau. Ja. Also hier ist es anders. Wir haben jetzt hier meine Lieblingsdüse, das ist die Fupa-Düse. Mhm. Das ist meine Lieblingsdüse, damit schweiße ich am liebsten Stahl, Chronickelstahl, am liebsten Chronickelstahl, weil ich kann mit der Wolfram-Elektrode weit raus, ich habe eine große Schutzglocke, die schützt mir das Schweißbad und passiert nichts. Ne? Also die Anlauffarben werden ordentlich und ich verbrenne... Das heißt, die Düse ist so gestaltet, dass da möglichst gut das Gas rausströmt. Beim Alu brauchen wir das aber nicht. Das heißt, die meisten Alu-Schweißer, die haben so eine Düse drauf, eine 6er oder eine 5er sogar. Für was steht das, 6 oder 5? Das ist die Größe. Also kann man jetzt aber nicht irgendwie umrechnen, dass das glaube, ein Millimeter jetzt, oder... Also das sind Typen, ich weiß nicht warum, die haben bestimmte Bezeichnungen wie 4, 5 und 6, das ist eine gewisse Größe. Ich glaube, das hat was zu tun nicht mit dem Innendurchmesser, das ist einfach so eine typische Industriebezeichnung für die Düsen. Wie gesagt, beim Alu brauche ich das... Es wird bestimmt jemand geben, der uns das in die Kommentare schreibt, der das auf einen Quadratmillimeter genau die ISO-Norm weiß. Ja, warum ist das jetzt eine 6er Düse? Ja, und wie gesagt, beim Alu-Schweißen reicht so eine Düse absolut aus.
Und ich würde zum Beispiel... Das heißt, man sieht ja gleich irgendwie, dass das Gas auch schon gewollt ganz anders ausschwimmt. Ne? Hier sieht das ja schon so ein bisschen aus, als wenn das so zylindrisch weit auseinander geht und hier schon deutlich... Ja, also wir müssen da die Aluminiumschweißnaht nicht so von der Atmosphäre befreien, da ist die Oxidschicht halt sofort wieder da. Ne? Mhm. Du reißt die Oxidschicht auf, entweder mit AC oder mit Werkzeugen, mit einer Bürste oder so. Und wenn du schweißt, wenn du aufhörst, dann bildet sie sich wieder sofort und schützt wiederum das Aluminium vor Korrosion und so weiter und so fort. Ja. Dann nächster Punkt, wo wir schon beim Gas sind. Menge an Gas, die durchgeht im Vergleich zu Edelstahl. Hängt wiederum von der Düse ab. Ja? Mit so einer Düse und wenn du sehr weit einen Stick-Out hast, also die Wolframtod sehr weit raus, dann würde ich schon gucken, dass ich da, keine Ahnung, meine 14, 15 habe, dass die 14, 15 heißt? Liter Durchschluss, wir können das mal kurz am Druckminderer zeigen. Und das heißt, es muss auf jeden Fall immer am Druckminderer eingestellt werden und nicht das Gerät kann das irgendwie dosieren. Nee, beim Big-Schweißen ist es immer an der, ich zeige euch das mal kurz hier. Wir haben jetzt die Flasche schon auf und hier habe ich so ein Flowmeter und da kann man das ziemlich genau einstellen. Ich mache mal so einen Gastest. Wir hören, das Gas fließt. Also wenn du jetzt zu wenig Schutzgas hast, dann wird das Schweißen, wir können das auch gerne ausprobieren, wird ja nicht so astrein laufen. Wenn Sauerstoff reinkommt, dann explodiert teilweise die Schweißnaht. Ne? Du hast halt Lichtbogen drin, du hast Leistung drin und dann kommt Sauerstoff und dann kann es sein, dass es halt so dunkel, so schwarz wird und unrein. Du machst dir Poren rein, Festigkeit geht verloren, schlecht. Okay, Schweiß lässt sich schlecht schweißen. Also nochmal jetzt zum Zusammenfassen, 6er Düse und ungefähr irgendwas um die 8. Um die 8, ja. Um die 8. Ja. Okay. So. Lass mich schon mal anfangen. Ja. Und wie gesagt, das Gas mit der Maschine natürlich verwenden, nicht vergessen. Ja. Und was sehr oft ein Problem ist, man darf nicht vergessen, natürlich unsere Masse. Mhm. Ja? Die muss am besten, wenn ich jetzt zum Beispiel hier schweiße, bei Aluminium besonders, gucke ich, dass ich mit der Masse ziemlich in der Nähe bin. Man geht sogar vielleicht mit der Masse an. Ah, das ist tatsächlich ein Unterschied, ob der jetzt einfach nur am Tisch ist. Nee, es ist nicht, aber es ist halt, man empfiehlt es einfach. Die Hochfrequenz, die ist dann einfach besser. Das ist einfach, man sagt einfach so möglich. Nur bei Alu oder generell immer? Generell eigentlich, ja. Manchmal, ich habe so Sachen gesehen, da gibt es Menschen, die haben etwas aufgebaut auf dem Holztisch, haben Masseklemme irgendwo unten und haben da irgendwie Stückchen Metall aufgelegt. Ja, und das liegt vielleicht nur so ein bisschen drauf. Reicht ja schon aus zum Zünden. Aber kann sein, dass DHF dann sich einen anderen Weg sucht. Mhm. Ja, deswegen, Schutzkleidung ist auch so ein Thema. Das ist kein Spaß. Wir sind beide top vor. Ja, ich habe beide. Wir sind schön braun heute. Ja. Ich habe auch dazugelernt. Es sind immer Jacke. Okay, Fußpedal. Ist auch ein Riesenthema. Jetzt habe ich mich super vorbereitet, ich habe hier kein Fußpedal. Mach ja nicht, vielleicht brauchen wir keins. Ich sag mal, für den Anfänger wäre jetzt ein Fußpedal vielleicht nicht so empfehlenswert, weil dann hast du zusätzliche einen Punkt, wo du regeln musst. Mhm. Ja? Was genau machen wir überhaupt mit dem Fußpedal? Wir regeln den Strom. Mhm. Aluminium zieht sehr schnell Wärme, wird sehr schnell warm und dann hast du halt das Thema, zum Beispiel, du fängst jetzt hier an. Ja? Beispiel. Ich bin erstaunt, dass dieser Tank immer noch hält. Ne? Ja, ich bin ja, ich behandle es wie Drohs Ei. Ja, aber es ist so. Vielleicht müssen wir es gar nicht mehr schweißen. Lass du so. 2K. Ja. Du fängst ja zum Beispiel hier an zu schweißen. Du hast hier so eine Außenecke, die Kanten würden ja schnell weglaufen. Ja. Da bräuchst du schon mal ein bisschen weniger Leistung. So. Das heißt, du hast ein Fußpedal, wenn du komplett durchdrückst, hast du volle Power, die du eingestellt hast, sagen wir deine 120 Ampere. Mhm. Und wenn du runtergehst, dann hast du deine 30, 40. So. Kann man den Bereich einstellen, wie weit der hinten? Genau. Kann man auch, okay. Genau, kann man einstellen. Ja, du sagst einfach, wenn du jetzt am Master der Maschine sagst, hier 120, dann regelt er auch nur 0 bis 120, nicht von 0 bis 230. Mhm. Ja. So, Pedal ist halt wichtig, ich fange hier an, dann brauche ich mehr Saft, um hier weiter klarzukommen. Ja, die Schmelze muss sich bilden, die Wärme muss rein. Und dann kommt der Moment, das Ding zieht am Anfang sehr viel Wärme, wird super warm, kannst nicht mehr anpacken. Und dann kommt hier so eine Stelle, wo deine, sagen wir mal, 100 Ampere zu viel sind. Mhm. Und dann fällst du durch. Oder du bist halt sau schnell. Ah, das ist auch, was man immer so bei längeren Nähten sieht, wenn das so anfängt, irgendwann so ein bisschen wegzulaufen. Ne? Wenn sie nicht schnell genug schweißen. Alle Schweißer sagen, Aluminium schweißen am besten mit einem Fußpedal. Zumindest die Wert darauf legen, dass die Naht schön wird. Nee, die Naht kriegst du auch schön. Das Thema ist halt zum Beispiel hier bei diesem Tank. Ich habe ja schnell für euch mal ein Probestück gemacht, um zu testen, wie dicht sowas ist. Man sieht hier, ich habe das ohne Pedal geschweißt und du siehst hier, Stück geschweißt, okay, schon ein bisschen poliert, Stück geschweißt, Pause, Stück geschweißt, Pause. Ah, okay. So, jetzt ist das Thema halt hier, können sich auch wieder Poren und alles Mögliche bilden, ja.
Am liebsten hätte man das natürlich an einem Stück durchgezogen und würde schön aussehen. Ja. Genau, das heißt, derjenige, der das durchziehen will, der braucht auf jeden Fall einen Fußpedal. Ja, oder es gibt welche, die schaffen das auch ohne Fußpedal, aber zu 90% ich empfehle dann Fußpedal. Es ist so. Okay, ja, dann zeig uns doch mal, was wir an diesem Gerät alles überhaupt einstellen können und was wir einstellen müssen. Das sind ja erstmal so 1 Million Schalter und es sieht eigentlich aus, als wenn man da erstmal die Betriebsanleitung lesen muss. Habt ihr hier schon eine Macke reingemacht? Ja, das kann gut sein, leider. Egal. Das war schon, wie gesagt, kurzzeitig in Betrieb. Ja, also ich würde sagen, wir gehen hier wirklich ab. Ich meine, die Steuerung sieht jetzt heftig aus. Ne? Da sind so viele Einstellungsmöglichkeiten. Das musst du erstmal alles wegblenden. Viele erschreckt das erstmal. Brauchst du alles nicht. Was ich grundsätzlich mache, du musst nur wissen, DC nutzt du für Stahl, Chromnickelstahl, Kupfer, metallische Geschichten. Mhm. Ja? AC nutzt du für Aluminium, Magnesium. Mhm. Das ist alles. Und dann sagen wir, okay, es geht halt weiter. Dann haben wir halt unseren Hauptregler. Mit wie viel Leistung schweißen wir jetzt? Mhm. So. Und jetzt merkst du dir einfach, ich habe ein 1 mm Aluminiumblech. Brauche ich meine 40 Ampere. Mhm. So. Habe ich 2 mm, schweiße ich das mit 80. Das ist grob. Es gibt Schweißer, die schweißen 2 mm mit 120 Ampere. Die sind so schnell und die können das. Das hängt halt von dir ab. Also ja, erstens erstmal Grundform. Genau. So, dann gibt es so ein Basic. Blechstärke mal 40, gleich genau. Ampere. Dann gibt es halt so Basics wie 2-Takt, 4-Takt. Das ist interessant, ob du den Taste permanent gedrückt hältst oder ob du den tippst. Schweiß, bis aufhören, tippst du nochmal. Dann gibt es ja natürlich auch so einen Jobspeicher. Dann gibt es die ganzen Geschichten wie Gasvorströmzeit, Nachströmzeit, was der Mario sicherlich auch vom Schusskaschweißen kennt. Und das kannst du hier halt einstellen, auch diese ganzen Pulsarten. Aber das würde ich am Anfang erstmal alles... Ist das bei euren Geräten theoretisch voreingestellt? Ja. Oder muss sich das jeder schon erstmal selber einstellen? Nee, das ist schon diese Grundeinstellung, damit das läuft, ist schon eingestellt. Jetzt kommt der Moment, du hast hier irgendwie möglichst viel eingestellt und kommst gar nicht mehr parat, weil du die Einstellung nicht mehr findest. Machst du das Ding aus. Du drückst diese zwei Tasten und holst dir all deine Werkseinstellungen, die funktionieren, wieder rein. Ja. Okay. Meistens ist es so, da kommt einer und sagt, ich komme jetzt mit der Steuerung nicht klar, ich weiß nicht, die ist kaputt. Das Erste, was ich mache, ich resette die und dann läuft auf einmal alles. Weil du kannst wirklich übel viel verstellen. Ne? Okay, das heißt, wir gehen einfach nur auf AC und dann die Leistung. Und 80. Ja. Und der Rest kann einfach so bleiben. Ganz genau. Es gibt noch den Punkt Frequenz. Du kannst natürlich diese Umpolung vom AC-Strom, wenn du im AC-Bereich, hier noch verstellen. Es gibt eine langsamere Frequenz, eine höhere Frequenz. Ich empfehle halt hier so einen Bereich zwischen 75 und 100. Es kommt jetzt darauf an, hast du relativ dicke Bleche, dann empfiehlt sich vielleicht schon, die Frequenz zu verstellen. Hast du dünnere Bleche, vielleicht gehst du dann runter mit der Frequenz. Das muss man halt für sich rausfinden. Und hier kann man sogar einstellen, wie dick die Elektrode ist, die man drin hat? Ganz genau. Dadurch zeichnet sich die Maschine halt aus, die kann sich noch besser auf den Schweißprozess einstellen, ne? Wenn du sogar die Wolfram-Elektrode mit angeben kannst. Ne? Okay, das heißt eigentlich Alu und Edelstahl genau gleich bis auf die Stromstärke. Ganz genau. Und AC-DC. Genau. Der Schweißprozess an sich sieht schon anders aus. Mhm. Ja? Ja, das war doch eine recht einfache Sache. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wie machen wir weiter? Ich würde sagen, bevor wir jetzt anfangen und so die ersten Tests machen, Schutzkleidung ist wichtig. Mhm. Ja? Aluminiumschweiß, wenn du das schweißt, du siehst keinen Rauch, aber du kriegst Kopfschmerzen. Deswegen mache ich es so, ich mache immer mein Tor auf, mache die Absaugung an und die professionellen Schweißer, die gehen sogar so vor, die haben hier hinten so einen Filter mit Belüftung und dann wird hier Luft angesaugt, gefiltert über so einen speziellen Filter und wird in deinen Helm befördert. Und für unser Video heute können wir auf jeden Fall erstmal eine Aufnahme machen, weil wir werden jetzt hier nicht meterweise nahziehen, ein paar Kleinigkeiten. Ich würde sagen, jeder zieht schon mal eine Jacke an. Gibt's hier auch noch Orange? Was? Gibt's hier auch noch Orange? Bestimmt. Wir können ja erstmal, wir werden jetzt ja eh noch nicht direkt anfangen zu schweißen. Vorarbeit, Aluminium. Ja, bevor ganz wir überhaupt wichtig. Schweißen können. Genau, das ist auch so. So, weil egal wem, wie, wo ich immer was zum Schweißen bringe, der schüttelt schon immer Kopf, bevor ich da bin. Ja, also du kannst, es gibt halt Anfänger, die machen das nicht, aber das im Endergebnis siehst du dann, umso schwieriger wird das Ganze. Und beim Aluminiumschweißen ist es wirklich, ja, da habe ich früher auch nicht beachtet, aber umso genauer du das beachtest, umso besser wird am Ende dein Schweißen, umso einfacher hast du es dann. Mhm. Besser heißt am Ende immer nur so, weil die Schweißer unter sich die Naht vergleichen, von der Optik her,
oder besser auch einfach, weil es einfach die bessere Naht ist? Also das Interessante ist auch, wenn du das schweißt, du denkst, es sieht gut aus. Wenn du schlechte Vorbereitungen hast, kann es sein, dass sich Poren und Einschlüsse bilden. Und das ist dann eine Bruchgefahr, Korrosionsgefahr, Undichtigkeit. Das heißt, wo muss man tendenziell besser, sauberer vorarbeiten? Aluminium oder Edelstahl? Also bei beiden eigentlich. Ja, wenn du ein perfektes Ergebnis haben willst, musst du bei beiden das machen. Das ist einfach so. Wird gerne vernachlässigt. Wenn ich jetzt mal Probestücke mache, um mich jetzt einzustellen, auszuprobieren, natürlich mache ich da nicht viel. Und einfach. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur zwei Aluminiumklötze aneinander schweißen wollen, brauchen wir eigentlich nichts machen, außer vielleicht ein bisschen sauber machen und so weiter. Genau. Gut, die Oxidschicht ist natürlich so ein Thema. Oxidschicht, beim Aluminiumschweißen, Oxidschicht ist immer das Thema. Hast du Bauteile, die haben jetzt draußen gelegen, ja, schön, es ist eigentlich wie ein Schwamm. Die haben schön Wasser gezogen, da war vielleicht noch Ölreste drin. Und wenn du das Ding nimmst mit der Oxidschicht und versuchst das zu schweißen, das wird sehr schwierig laufen. Mhm. Du brauchst dann sehr viel Leistung, um das aufzureißen, zu cleanen, ja, und mit der Reinigungswirkung vom Azierstrom. Das heißt, du musst da sehr viel abtragen. Hast du solche saubere Bleche wie hier, denkst du, es ist alles in Ordnung, aber auch hier sagt man immer, man muss die Oxidschicht runtertragen. Ja, das heißt, Kanten brechen, ja, mit so einem Werkzeug zum Beispiel. Ja, schön die Kanten brechen. Ich hole mal so ein Stück, wo wir das ein bisschen zeigen können. Weil, das habe ich hier auch nicht beachtet, du hast hier immer so eine scharfe Kante vom Sägen oder vom Abschneiden halt. Wenn du jetzt zwei Bleche aneinander nimmst und das schweißt auf ein Alublech, wird der Prozess schon gut laufen, wird auch gut aussehen. Aber wenn man dann wirklich unter einem Mikroskop reinschaut, dann siehst du so bräunliche Striche, diese Kanten, wenn du die nicht brichst, die sorgen dafür, dass dann doch sich Risse und eine gewisse Nichtfestigkeit darin bildet. Ja. Wo du gerade schon diese beiden Bleche so schön hinhältst, was wäre die Optimalanordnung zum Schweißen? Also ich würde das schon natürlich so in so eine Ecknaht machen. Ja. Also ich würde auf gar was keinen Fall... Was natürlich vom Bauen her auch am schwierigsten ist. Ja, das ist so. Aber du kannst ja helfen. Du kannst ja das Ganze vorheften. Ja. Wenn du das natürlich gelasert hast, ja, aber trotzdem schwierig, ja. Aber das ist halt der Optimal. Wenn es halt nicht anders geht, dann musst du es halt anders machen. Es geht halt um das Schweißen an sich. Optimal wäre theoretisch so. Weil du legst den Zusatz rein, spülst die beiden schön auf, hast du dann eine vernünftige Wurzel. Weil jetzt stell dir vor, du hast das Blech so, ja. Du müsstest das quasi dann hier reinschweißen. Du bräuchtest sehr viel Leistung, damit du auch richtig schön reinkommst. Ne? Mhm. Du wirst ja 100% durchschweißen, du wirst ja eine gute Wurzel haben, das soll ja halten. Ja? Das heißt, bei Aluminium gibt es auch die Möglichkeit, es so durchzuschweißen, dass man von innen auch eine Wurzel hat? Ja. Okay. Ja, musst du, wenn du das 100% haben willst. Also hier bei diesem Tank habe ich wirklich penibel, bin ich vorgegangen, Kanten aufgebrochen. So, dann das Ganze positioniert. Dann haben wir diese Außenecken mit einer Bürste bearbeitet. Das heißt, ich habe so eine Bürste genommen, die auch nur für Alu ist. Ich habe damit keine anderen Werkstoffe benutzt, weil wenn du jetzt Stahl hier drin hast und butterst dir dein Stahlzeug da rein, dann... Ja. Ist aber eine ganz normale Edelstahlbürste? Ist normale Stahlbürste. Am liebsten natürlich eine... Nee, das ist eine Stainless Steel, ist eine Edelstahlbürste. Mhm. Ja? Um quasi die Oxidschicht hier runter zu tragen. Ich habe letztens mit einem Schweißfachmann gesprochen und ich sage, aber das ist doch Quatsch. Ich schweiß dich doch wunderbar, wenn die Bleche so sauber aussehen. Sagt er, nein. Es ist wirklich, du merkst den Unterschied, wenn du das vorher abträgst und du hast dann auch nicht mehr sehr viel Zeit, weil die Oxidschicht sich wieder bildet, dann läuft das Schweißbad viel besser, viel klarer und läuft einfach besser. Das heißt so dieses typische Beispiel Schrubbscheibe, Flex und so weiter? Das könntest du auch machen. Geht ja. Theoretisch auch, ja. Wenn ich vorher keinen Stahl mit geflext habe. Genau, eine saubere am besten. Weil das Thema ist einfach, diese Oxidschicht, die zieht nicht nur Wasser, dann musst du das Ganze rücknocken, sondern da sind auch so Kerben drin, besonders beim LMG5, da sammelt sich gerne der Dreck. Mhm. So, und wenn du schweißt, du merkst, es läuft alles super und dann kommt so eine Stelle, wo ein bisschen Dreck ist, du merkst, wie das einfach aufgeht, explodiert, sich so schwarze Punkte bilden und der Schweißprozess so irgendwo unterbrochen wird. Ist es nicht schön, läuft nicht schön. Ja? Okay. Sauberkeit. Sauberkeit, immer klar, immer wichtig. Oxidschicht runter. Aber eigentlich war für mich persönlich jetzt ja noch nichts dabei, was jetzt irgendwie ein Weltwunder wäre, so ungefähr. Nee. Das kommt noch. das Weltwunder liegt hier doch. Wie das erste 2 Euro Stück große Loch. Aber wenn du anfängst, du schweißt die erste nach, zweite, dritte, wenn du Spaß dran hast und du willst es, dann sehe ich da kein Problem. Ich meine, du schaffst so vieles, also das wird jetzt kein Untergang. Ja, nee,
es wird eher an der Faulheit der Vorarbeit liegen. Als ja. Du willst ja, dass der Tank dicht ist. Du willst ja, dass er auch etwas aushält. Ja. Deswegen musst du umso sauberer arbeiten. Ja. Also ich habe hier Laborbedingungen geschaffen. Ich habe meinen Tisch geschrubbt. Tisch mit Aceton, ganz wichtig. Oder Bremsenreiniger. Ja. Mhm. Ist Pflicht? Muss man machen? Ja, unbedingt. Und der Hammer ist auch noch, pass auf, ich zeig dir mal was. Ganz neue Stäbe. Frisch aus der Verpackung. Sehen so sauber aus, ne? Die noch nicht dreimal auf den Boden gefallen sind. Genau. So. Ich nehme mal schnell, ich zeig mal, warum das so beim Alu ist. Auch ein Punkt. Irgendwelche besonderen Tücher? Oder kann man da alles vernehmen? Ich nehme alles, was halt kein Fussel oder irgendwas das ist. Fussel, okay. Ja. Damit ich wiederum keinen Dreck in der Schweißnaht habe. Aber jetzt sehen ja unser Tuch sieht jetzt sauber aus, ne? Mhm. Ja, man hat bei Alu immer diese leichte gräuliche. Da. Ja. Und das ist wiederum auch ein Problem in deinem Schweißvorgang. Ne? Okay. Natürlich bin ich auch faul. Wenn es nicht dicht sein muss und nichts halten muss, aber das ist nicht gut. Das muss man unbedingt beachten. Also man kann da schon ziemlich viel Zeit in Vorarbeit investieren, damit es dann auch wirklich perfekt wird. Aber das ist das letzte Mal wie bei deiner Titanabgasanlage. Ja? Das hier zu machen, das vorzubereiten, das ist die meiste Zeit. Mhm. Ne? Das ist ja. Der Schweiß an sich, wenn du das dann drauf hast, dann hast du es relativ. Also im Idealfall schrubben wir es mit der Bürste, geht danach mit Aceton nochmal rüber. Ja. Und dann kannst du losgehen. Genau, auch den Zusatz und guck, dass deine Handschuhe sauber sind und so weiter und so fort. Ja? Also vorbereitet richtig. Okay, perfekt. Wo fangen wir an? Wollen wir direkt hier an irgendwas machen oder erstmal willst du so ein paar Basics einfach an so zwei Blechen zeigen? Also ich würde jetzt ungern hier was anfangen, weil hier muss man sich Gedanken machen, wie heften wir das, wie bringen wir das in Position, weil Verzug ist auch ein Thema. Das kann sich ja auch verziehen, dass die Bleche können nach innen reingehen, dann haben wir das schöne Stück. Wir haben ja leider nur eins kaputt gemacht. Deswegen würde ich sagen, dass wir heute... ja, der soll ja schön aussehen, der muss perfekt werden. Das wird schon. Ich würde sagen, dass wir einfach diese Situation hier simulieren, ja, mit 2 oder 3 mm Blechen und einfach zeigen, wenn wir es falsch machen, wenn wir es richtig machen. Man liest ja immer viel, gerade so bei Tanks und Ladeluftkühlern und so weiter, ist auch nochmal das Ganze von innen zu schweißen. Ja, natürlich. Wenn notwendig das oder eigentlich nicht, wenn die richtige Naht von außen drauf ist? Also, wenn ich alles richtig gemacht habe, so wie bei diesem Tank, die wir natürlich auch mit Druckluft getestet haben, du siehst eigentlich schon beim Schweißen, ob du eine gute Wurzel hast oder nicht. Dann hast du dir das quasi erspart. Jetzt ist die Frage, bei diesem Tank, wie soll ich den von innen schweißen? Ja, ich würde irgendwo eine Stelle haben. Eine Stelle, wo nicht ankommt. Genau. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist, wie viel Millimeter? Das ist 2 mm. Und was würdest du tippen, wie viel Druck kannst du hier drauf machen? Diesen Versuch wollte ich noch wagen. Also ich kann dir jetzt noch nichts sagen. Das Thema ist... Weil das ist natürlich Brutalfläche, ne? Also der wird wahrscheinlich eher einfach in der Fläche aufgehen. Also als ich ihn getestet habe, ist der teilweise wie so ein Ball aufgegangen. Ja. Ja? Und dann habe ich halt getestet, ob die Nähte dicht sind. Und... Wie gesagt... Wie viel Druck hast du ja schon drauf gemacht? Ich müsste schauen. Ich habe auf den Druck gar nicht gehabt. Aber normalerweise machst du Wasser rein. Waren ja so 5 Bar. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, selbst so bei 2 Bar macht das Ding schon richtig Ballon. Ne? Ich hätte auch vom Klimpern her gedacht, dass es weniger als 1,5 Bar hätte. Mein Vater kommt um die Ecke und ich bin gerade mit dem Kompressor, weil ich konnte es nicht aushalten. Ne? Das ist auch falsch. Einfach Druckluft draufgelassen, der ist schön aufgegangen, direkt zugemacht. Direkt 10 Bar drauf. Ja, und das ist eigentlich... ich habe ein einziges Mal auch so einen Fehler gemacht, werde ich nie vergessen, immer wenn ich mein Auto abdrücke. Ja. Mache ich normalerweise, habe ich auch einen Anschluss mit ganz normal Druckluft. Muss natürlich vorher immer Manometer zwischen einen Druckminder und runterdrehen. Vergessen. Das heißt 12 Bar auf der Leitung, angekluckt. Man hörte nur, wie der ganze Motor sich aufbläht, immer weiter. Und dann ist zum Glück gleich der Schlauch runtergefluppt. Ja, also das ist... war einmal durch alle geflogen dann, aber 10 Bar sind da 10 Bar. Ne? Nee, es ist gefährlich. Ja, vor allem, deswegen macht man sowas mit Wasser. Wasser rein, oben Druck. Das heißt, wenn der platzen sollte, was soll passieren? Platz schaltet Wasser aus. Fertig. Okay, dann lass uns mal ein bisschen Platz machen. Lass dann ein bisschen Platz. Kannst losgehen. Ja. Ich hätte Bock, da jetzt ein Namensschild hinzukleben, irgendwie so schief. Aber die Jacken sind doch cool, oder? Ja. Das Minimum.